Und zurück auf der Ops bei Benjamin. Und es geht weiter mit der Unterhaltung. Angesichts der Sprachbarriere ist das, glaube ich, unmöglich. Sie haben bewiesen, dass es möglich ist, Bannock. Wir haben eine Menge über die Drohnen herausgefunden, ihre Angriffsmethode und diese Zitadelle, von der sie kommen. Was wir noch nicht herausgefunden haben, ist, wie die Skytianer von all dem erfahren haben. Können wir ihnen vertrauen, Bannock? Kira an Sisko. Sprechen Sie, Major. Hangartüren geöffnet. Systeme werden mit Energie gespeist. Bannock ist hier bei mir. Können Sie ihn erfassen? Verstanden. Halte mich bereit. Halten Sie sich bereit, Botschafter. Wenn das Relaisschiff durchkommt, möchte ich Sie auf der Hudson haben, als taktischer Offizier. Dieses Mal werden die Drohnen allerdings echt sein, Bannock. Ah, super. Ich verstehe. Verstanden, Captain. Aber Diplomatie zuerst, richtig? Nein! Die Diplomatie zuerst, Botschafter. Immer. Welches ist die Verbindung zwischen den Skytianern und der Zitadelle? Bevor wir diese Verbindung nicht völlig verstanden haben, können wir die Skytianer nicht als unsere Verbündeten betrachten. Ist das klar? Ja. Alles klar. Ja, Captain. Gut. Dax, die Skytianer. Kanal offen. Sie übernehmen das Reden, Botschafter. Auf den Schirm. Ach, ich schon wieder. Oh, der kann sich ja bewegen. Versprochen. Versprechen? Beschützen. Heim. Sprechen. Zitadelle. Verboten. Ja. Wissen. Zitadelle. Schämen. Zitadelle. Skytianisch? Ruhen. Erzählen. Zitadelle. Skytianisch. Alt. Skytianer, gewalttätig. Schämen. Hallo. Friedliche, entkamen. Bereut. Kriegsherren, tot. Begraben. Maschinen, weiter. Scavenger, unerbittlich. Boah, das ist ein wenig nervig jetzt hier gerade. Das hätten sie vielleicht ein bisschen anders machen können. Zitadelle. Skytianisch. Skytianisch. Das hat man. Alte. Skytianer gewalttätig. Alte. Schämen. Ja, sie waren früher mal gewalttätig. Friedliche entkamen. Kinder. Syr. Syr. Böse. Syr, hilflos. Havik. Ruhe. Kriegsherren tot? Alle tot. Nun, wer aber baut die Drohnen? Fabrik. Maschinen weitermachen? Scavenger. Handeln. Handeln. Reisen. Zitadelle. Reisen. Zitadelle. Ihr Schiff. Skytianisch. Schiff. Stoppen. Scavenger. Scavenger. Aufhören. Frieden. 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 Gehen. Freund! Bannock, gut gemacht, ich konnte... Benjamin, erhöhte Neutrino-Werte. Es ist der Harbinger. Alarm, Gefechtsstation, bereit, Bannock, Major? Energie. Warum die da aber auch nicht Alarmstufe Rot dann machen? So mit Rot überall und so. Naja, egal. Stationslogbuch, Sternzeit 48987,9. Wir erwarten die zweite Angriffswelle der fremden Drohnen.
Durch den Plasmasturm und die Abwesenheit der Defiant sind unsere Verteidigungsmöglichkeiten jedoch stark eingeschränkt. Major Kira und Botschafter Bannick, der sich zu unserer Überraschung als ein gewiefter taktischer Offizier erwiesen hat, werden unseren Gegenschlag anführen und mit der Hudson das Netz der Drohnen, die die Station umkreisen, durchbrechen. Sehr optimistisch. Na, ich will's versuchen. Schilde bei 80%. Oh, was jetzt schon? Oh, wieso treffe ich denn nichts? Einzelne Drohnen ausgemacht, die mit hoher Geschwindigkeit an den Brand bekommen. Schilde bei 50%. Los geht's! Harbinger ist in 10 Sekunden in Reichweite. Ja, super. Weiter so, alter Junge. Geben Sie es ihm. Dranbleiben, Botschafter. Es ist soweit. Harbinger ist in Reichweite. Schilde bei 20%. Ah, ja, dann flieg doch mal dahin, Mann. Volle Ladung, jetzt. Oh, was ist denn jetzt passiert? Was ist passiert? Das ist nicht gut. Er hat seine Schilddichte rekonfiguriert, Benjamin. Er bewegt sich in Richtung des Wurmlochs. Wir dürfen ihn nicht zurückfliegen lassen. Oh nein, das wirst du nicht. Breche ab und nehme Verfolgung auf. Strich 724. Ja, super, klasse, Wahnsinn. Wie ich mich freue. Ich bringe Sie so nah wie möglich ran, Botschafter. Der Rest liegt bei Ihnen. Und noch einmal. Halt mir die Drohnen vom Leib. Was? Das war schon? Oh. Stationslogbuch Zusatzeintrag. Wir haben die Station erfolgreich gegen die zweite Angriffswelle der außerirdischen Drohnen verteidigt. Ohne die Defiant bestehen jedoch wenig Chancen, einen dritten, noch verheerenderen Angriff zu überstehen. Die Skytianer haben zugestimmt, Major Kira, Botschafter Bannick, Odo und die Hudson an Bord ihres Delegationsschiffes nach Demerus 3 zu transportieren. Von dort aus wird unser Außenteam versuchen, diese zerstörerischen Maschinen an ihrem Ursprungsort zu stoppen. Okay, auf ins Wurmloch, auf in den Gamma-Quadrant. Einsatz-Logbuch-Zusatzeintrag. Obwohl bestätigt ist, dass Demerus 3 unbewohnt ist, verhindert das Dämpfungsfeld um die Zitadelle eine Überprüfung der Genauigkeit der Holosimulation der Skytianer. Ich habe mich entschieden, den Schlag gegen die Drohnenfabrik auf jeden Fall durchzuführen. Unter der taktischen Führung Bannicks haben wir eine gute Chance, die Bedrohung von DS9 zu beenden. Ich hoffe, dass meine Entscheidung nicht für uns beide den Tod bedeutet. Ja, wie beruhigend. Ach, da geht weiter. Ach du liebe Zeit. Freunde, 10 Minuten sind um. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.